Krug Expedition, ja, hat dieses Fahrzeug gebaut. Es ist für eine ganze Familie, zwei Kinder. Du bist der? Christian. Hallo Christian, ja, es ist wirklich ein wunderschönes Fahrzeug. Am meisten fasziniert mich das Fahrrad. Okay, es sind zwei. Mate, was ist denn das? Schweizer? Made X, dänisches Produkt, ja, wahrscheinlich made in China. Ja, egal, aber es sieht saugeil aus, oder? Es ist cool, es ist ein E-Bike, Fatbike, klappbar, deswegen haben wir es dabei. Okay. Ist das Ton in Ton mit dem Auto? Oder? Nicht ganz, ich glaube Forest Green oder so heißt es. Das andere ist schwarz, spielt ja keine Rolle. Es ist Reichweite ungefähr 100 Kilometer und geht eben auch gut in der Wüste. Heckmotor? Ja, Narben. Motor, genau. Motor. Aber es geht ja ums Auto, TGM 18320, Alpha Lima Tango Expeditions. Du bist Flieger? Nee, das Funkamateur, ja. Ja, ich auch. Ich bin Fox 4, Victor Romeo Quebec. Alles klar, Charlie Alpha 01. Echt? Sehr, sehr cool. Ich habe nämlich schon vermutet, dass du Funkamateur bist, ja, weil auf so Ideen kommen nur Funkamateure. Das ist so, ja, genau. Alpha Lima Tango Expeditions. Du hast Family, das heißt also, du bist wahrscheinlich selbstständig, hast wenig Zeit und musst ab und zu mal auf Reisen gehen? Ja, wie soll ich sagen, ich bin semi-retired und mein limitierender Faktor ist eigentlich hier die Schule der Kinder. Sehr schön, da kommen wir mit nach hinten. Wir wollen es einmal komplett zeigen, denn es ist eine GFK-Kabine. Du hast dich ganz bewusst natürlich für Krug entschieden. Warum? Ich habe alles angeguckt oder vieles, was es gab. Wir haben vor zwei Jahren diesen Prozess gemacht. Uns hat überzeugt sagen wir, die Wertigkeit der Verarbeitung, sicher auch Value for Money und die Flexibilität, die sie einem entgegenbringen. Also das ist nicht einfach friss oder stirb, ist aber jetzt auf der anderen Seite auch nicht total Customizing, was man entsprechend dann auch bezahlen muss. Diese modulare Bauweise hat uns überzeugt. Ist auch so, dass es eben tested and proven ist. Also du hast dann nicht ein Unikat oder einen Prototypen, wo du nicht weißt, ja, hält das wirklich im Offroad-Einsatz. Und nee, damit sind wir sehr zufrieden. Auch wenn mal was nicht passt oder passen sollte, dann ist die Serviceleistung von Krug sehr gut. Die sind, glaube ich, in Österreich, stimmt das? Headquarter in Schladming, Österreich, das stimmt. Da werden auch Fahrzeuge endgefertigt. Der Rainer wird da hergestellt aktuell. Haben aber ihre hauptsächliche Fertigung in der Ukraine, in Tscherkassy. Du hast eine süße Küche hier gewählt mit Miele-Geräten, Induktionsherd. Hat das Fahrzeug überhaupt noch Gas? Nee. Das ist jetzt also komplett elektrisch, außer Dieselheizung. So, da vorne steht's. Also eine Autoküche, das musste natürlich sein, mit Spüle und allem drum und dran, denn so einen Fisch will man nicht im Auto machen, ne? Ist so, und auch grillen lieber draußen. Also generell auch kochen, wenn das Wetter mitspielt, dann kochen wir lieber draußen wie drinnen. Nicht jetzt nur wegen dem Gestank, auch weil es schöner ist, aber es gibt einfach super Flexibilität, wenn du auch draußen kochen kannst. So, die Rampenwinkel sind ausreichend für dich? Absolut. Heckträger ist hochklappbar und wir haben 4,50 Meter Radstand. Das heißt, unser Böschungswinkel ist noch Offroad-tauglich, auch mit der Offroad-Schräge. Den Unterflurkästen, die abgeschrägt sind, passt das. Also wir waren im Frühjahr in Marokko, in der Wüste, in der Sahara. Mit dem Auto? Ja, und das hat wunderbar funktioniert. Ich zeige mal gerade, das hier ist keine Anhängerkupplung, das ist der Radträger, nehme ich an. Ja, das ist theoretisch. Also das nutzt man nicht für einen Fahrradträger, könnte man. Wir haben jetzt bewusst am Anfang für Touren in Europa und jetzt auch sagen wir mal, bis drei Monate haben wir die Fahrräder vorne auf dem Dachträger und nicht hinten. Für eine Weltreise würden wir das dann wahrscheinlich eher hinten lösen, vielleicht auch mit dem Motorradträger. Ist aber jetzt aktuell bewusst kurz gehalten. Wie ist der Rahmen gelagert hier oder die Kabine? Das ist jetzt auch nicht ein Dreipunktlagerung, sondern hinten fix und vorne mit diesen Federelementen. Ist das gut? Standard bei Krug. Okay. Flex ist erstaunlich groß. Wir waren auch schon in der Kiesgrube, haben das ausgetestet. Und Vorteil ist halt auch, sagen wir, auf der Straße, bei Kurvenfahrten schwenkt das nicht ganz so aus wie bei einer 4-Punkt- oder 3-Punkt-Lagerung. Ist das ein Problem jetzt in Marokko, AdBlue? Wie bist du damit umgegangen? AdBlue ist kein Problem, kriegt man da. Meistens halt nur im Kanister.
Aber wir haben voll gemacht, bevor wir da hingefahren sind, hatten auch Kanister dabei und dann einfach zugekauft. Das ist die Blue-Einspeisung. Was geht da rein? Ein Euro? Das sind, glaube ich, 30 Liter. Okay, 60 Euro mittlerweile. Genau. Und also wenn man natürlich dann in Länder fährt, wo der Diesel schlecht ist, Marokko ist immer noch gut, dann schaltet man das dann einfach aus. Jetzt hat Frankreich gesagt, dass in Marokko die Haftpflicht nicht mehr gilt. Ist das in der Schweiz auch so? Also wir hatten das Thema jetzt nicht. Ich weiß nicht, was die Franzosen da für ein Problem haben. Die Franzosen haben gesagt, jetzt wo Portugal ja zu ist, sind die Franzosen alle nach Marokko gefahren. Okay. Und dann haben die Haftpflichtversicherungen immer mehr Schäden gehabt. Und dann haben die gesagt, auch wir schaffen das mal ab, Marokko. Okay. Nee, mit unserer Schweizer Versicherung war das kein Problem. War das schön, Marokko? Super. Kann ich jedem empfehlen. Andererseits ist es auch schön, wenn nicht so viele Leute da sind, also fahrt nicht. Nee, super. Also gerade Atlas kann man auch nicht asphaltiert überqueren. Vor allem in der Wüste ist natürlich der Traum dann. Von Merzouga Richtung Atlantik durch die Wüste kann man locker 2-3 Wochen da, ohne dass man viele Leute sieht, fahren. Die Kids sind wie alt, deine? Die werden jetzt 7, kommen im August in die Schule. Zwillinge? Fast. Ja, ich habe Zwillinge, deswegen bin ich. Was ist hier vorne? Was ist das für eine Lampe? Das sind Tagfahrlichter, heller, hat der Toni Maurer nachgerüstet. Die sind hell? Die sind hell, ja, genau. Wie der Name sagt. Oh, das ist eigentlich ein Baustellenfahrzeug, muss man sagen. Feuerwehr. Genau. Das heißt hochgradig, geländegängig. Sperren, alle Sperren drin, ja, drei alle Stück? Alle Sperren, genau, mittel, hinten, vorn. Ja. So, hast du mal Sperrentraining gemacht? Ja, absolut. Wir hatten auch Wüstentraining, Fahrtraining und eben Offroad-Training. Ich glaube, da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Man sollte trainieren, oder? Ja, Übung ist es auch. Also nicht nur Training, das muss man dann auch immer wieder anwenden und man hat ja nie ausgelernt, ja. Deine Frau fährt auch? Ja, die fährt auch. Ist auch wichtig, glaube ich, auf langen Strecken, dass man sich da auch abwechseln kann. Der lässt sich ja fahren wie ein PKW. Du hast drinnen natürlich eine Kabine, die ist so groß, dass die Kinder auch klimatisiert, wunderschön sich ein bisschen bewegen können. Das ist ja nicht so wie, ist größer wie ein VW-Bus, oder? Also das war für uns der Hauptgrund, warum wir uns für MAN entschieden haben. Da gibt es noch eine Doka. Weil einfach die Kinder, die sind im Alter, da würden die sicher auch in ein L-Fahrerhaus passen, von der Länge der Beine her. Aber die wollen sich bewegen, die wollen spielen, die wollen auch mal schlafen. Und wir können auch mal kurz reingucken, da ist sowas von Platz. Sag mal, wer hat dich denn beraten bei der Konfiguration des Basis? Der Fahrzeug ist. Gut, wir haben bei ihm eingekauft. Das war da der normale Deal. Es hat so viele Optionen. Das ist so. Wobei, wenn man dann eine Doka will, dann auf TGM-Basis, dann gibt es eigentlich den 13.92 und den 18.320, ist glaube ich jetzt 3.30. Bei uns war es so. Also ist dann eher die Frage Achsen und Motor. Wenn man natürlich auf TGS will, geht das auch mit der Doka, muss man aber umbauen lassen beim Toni Maurer. Okay. Wer hat das Detailing gemacht hier für die Messe? Waren das die Leute von Krug? Im Sinne von Detailing meinst du? Die Fahrzeugaufbereitung, damit er wieder schön aussieht. Er sieht aus wie neu. Haben wir sich selber gemacht. Hör mal. Echt? Ihr habt geputzt? Das ist klar, Ehrensache. Sieht toll aus. Also sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Das ist so, die Nachfrage ist groß oder, nach dem Auto hier, oder? Ich glaube, das ist ein Hingucker, sicher. Aber das muss ja jeder selber wissen, was er hier gibt. Es auch PKWs, kleine Pickups, was auch immer. Es ist für uns ist ein tolles Fahrzeug, absolut. Gut, wir schauen mal rein. Das ist Feuerwehr, hast du gesagt. Stimmt, das könnte jetzt auch ein Mannschaftsfahrzeug sein von der Feuerwehr. Du hast eine fette Box drin, war Eco. Ja, war mal früher, jetzt ist Dometic, genau. Richtig, ja, ich habe die noch als Dometic in Erinnerung. Dann, das für die Kinder hier? Oder wahlweise? Die Kinder sitzen da links und rechts. Wir haben normalerweise noch diese Kindersitze drauf, die habe ich jetzt rausgenommen für die Messe. Die Mittelsitze sind abklappbar und dann ist der Durchstieg dahinter. Aber wir haben hier 6 eingetragene Sitze, könnten 7 machen, wenn die Kühlbox weggeht. Für uns war 6 ausreichend. Ja, ganz tolle Halterung mit dem Kugelsystem. Was sind das für Halterungen? Go? Das müsste ich jetzt auch nachschauen. Warte, ich filme es einfach ab, da kann man es sehen. Da habt ihr es drauf. iPads, das ist für die Kiddies wichtig, ja. Ja, damit die Netflix gucken können. Ja. Du hast einen Router drin? Ja, hinten im Aufbau, genau. So, da vorne ist ein Kran für die Fahrräder.
Ja, für das Ersatzrad hauptsächlich, aber auch für die Fahrräder und andere Dinge, die wir da hoch und runter bringen. Ja. Sehr cool. Komm, wir machen mal zu. Ja. Wer hat denn das hier so schön foliert? Das habe ich so folieren machen lassen. Sau gut. Ja. Danke. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ist dezent und weißt du, gibt dem Fahrzeug einen ganz anderen Look. Ja, ist ein bisschen, ist natürlich schon groß und das Schwarze, gewisse sagen, das macht es noch maskuliner. Ich habe es eigentlich gemacht, dass ein bisschen das Ganze aufbricht und sagen wir mal nicht so heavy daherkommt. Tolles Hobby hast du. Bitte mal öffnen, Ja. Dann filme ich mal ganz kurz rein, dass wir das mal sehen. Er fährt sich wie ein PKW, wenn man die Maße mal drauf hat? Nee, der fährt sich, das ist also echt, eher wie ein PKW, würde ich sagen, Automatikgetriebe, natürlich Servo, das ist klar. Die Schwingsitze mit drin, die Kühlbox. Sitze. Die Kühlbox ist natürlich so geil. Ist riesig, ja, ist riesig, absolut. Genau, wir haben 360 Grad Kamerasystem drin. Was ich cool finde, du hast nicht das digitale Cockpit. Noch nicht. Das war damals noch nicht verfügbar. Ah, genau. Ich liebe das Analoge, weil das ist, es spielt keine Rolle, weil es hat sich so viel gar nicht geändert, muss man sagen. Es ist sehr leise geworden überhaupt, oder? Das heißt auch das Fahrerhaus hier? Das ist sehr leise, das ist so. Natürlich, wir haben hier die 14.00 R20 drauf, die sind ein bisschen lauter. Aber wir haben jetzt nichts zusätzlich isolieren lassen, weil man kann sich gut unterhalten, man kann gut Musik hören, das passt. Soundsystem, was hast du gerade gemacht? Das ist jetzt hier Standard, einfach weil die Kiddies die meiste Zeit die iPads benutzen hinten. Ist das gut, das Soundsystem? Es ist ausreichend, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt da zu zweit mit der Frau unterwegs wäre, würde ich wahrscheinlich noch was einbauen. Da ist jetzt kein Subwoofer drin zum Beispiel, aber es ist okay. Gott, sehr schön. Du bist Sportler, kann man das sagen? Ja, ein bisschen, ja. Was machst du? Mountainbiken. Ja. Ja. Gut, du bist Schweizer, da ist das gesetzt, oder? Ja, genau. Du hast noch ein kleineres Fahrzeug für Kurztouren? Wir bauen gerade einen Unimog, ja. Oh, das ist nämlich auch wichtig, wenn man in der Schweiz nämlich unterwegs ist, mal freistehen möchte, dann ist das hier vielleicht nicht immer das Mittel der Wahl, oder? Ja, es ist ja kantonal unterschiedlich. In gewissen darf man, in Kanton darf man, in anderen nicht. Aber mit so einem Fahrzeug fährt man ja auch nicht in die Schweiz. Also vielleicht mal in die Berge im Winter zum Skifahren, das ist okay. Aber ansonsten geht man weiter. Also das ist sicher etwas eher für einmal um die Welt. Eben wie gesagt, die Sahara oder was auch immer, die Panamericana, die Seidenstraße und so weiter und so fort. Ich darf mal reinschauen hinten. Ja. So, da mal. Das Ganze hat ordentliche Schlösser drauf, ein Schließsystem. Ja, das ist auch 3-Punkt verriegelt. Ist jetzt hier eine Umkehrosmose, Wasseraufbereitungsanlage, ein 8000 Watt Inverter. 8 kW? 8, ja. Auf 24 Volt? Ja, das ist alles auf Victron. Also ein Quattro 8000, 5000 kenne ich ja schon, aber der 8000er. Und was kann der so, Peak, 12? Ich glaube fast doppelt so viel. Da muss ich jetzt nachschauen. Krass. Also doppelt so viel wie die okay. 16, glaube ich. Gut, es steht ja auch alles komplett auf Strom hier. Das heißt, ich nehme mal an, wir gucken gleich mal rein. Was sind für Batterien verbaut? Wir haben hier 900 Amperestunden. Auf 24 Volt? Ja. Okay. Nee, es sind über 21 Kilowattstunden Kapazität mit einem Kilowatt Peak auf dem Dach. Das heißt, du kannst die Klima abends auch mal 2 Stunden laufen lassen? Die Nacht durch. Also ich habe es noch nicht geschafft, unter 40% zu kommen. So, Solar am Dach, wie viel? 1 Kilowatt Peak, ein bisschen mehr, 1,1 glaube ich. 1,1, das heißt also, die macht wahrscheinlich schon tagsüber so viel, wie die Klimaanlage zieht, oder? Also wir haben im Schnitt, jetzt waren wir natürlich nicht in Skandinavien im Winter, ich glaube da muss man einfach fahren, um mit der Lichtmaschine dann die Batterien wieder zu füllen. Aber wenn es einigermaßen Sonne hat, Dann bin ich immer voll und ich verbrauche etwa 10 Kilowatt Maximum am Tag, also in 24 Stunden. So, ich darf mal reinschauen in den Staukasten. Ja, der ist alles voll. Ist das alles gut gemacht? Alles voll gemüllt. Von Krug? Also die Staukästen machen super. Das ist auch gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die kann man aufs Maß haben. Ich habe sie jetzt mit Raptor beschichtet zusätzlich, einfach weil ich ein bisschen gerne. Ja, nicht nur Optik, auch einfach Schutz vor Kratzern. So, ich sehe schon, du hast dich gut vorbereitet. Ja, ich war jetzt überhaupt nicht vorbereitet, ich habe wie gesagt zugemüllt, aber ja. Nein, aber hier mit für die mögliche das ist Reise. Zum Hiken, genau. Okay. Hast du auch einen Notfallkoffer?
Also mit irgendwie praktisch Erste Hilfe oder so? Ja, Erste Hilfe habe ich vorne in der Kabine drin. Okay. Und hier sind die Ersatzteile. Dann haben wir Kabel dabei und einfach Werkzeug, die Nivellierblocks, Kabelrolle und eben einfach so ein bisschen. Du hast erwähnt Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist, glaube ich, das Thema bei Krug. Du kriegst unglaublich viel Auto fürs Geld, oder? Ja, das ist so. Das ist so. Also ich glaube, alle mussten jetzt ihre Preise erhöhen, Krug natürlich auch, aber ich kriege immer noch mehr fürs Geld wie, sage ich mal, bei der arrivierten Konkurrenz. So, du sprichst sehr gut Deutsch, muss ich sagen. Du hast eben nicht gesagt grillieren, sondern grillen. Das ist so, aus welchem Kanton kommst du ungefähr? Parkieren oder parken, ja. Ja, ich bin sehr nah an der Grenze in Nordschweiz. Nah. Genau. Sehr schön. Mach mal zu bitte wieder, ja. Dann machen wir alles mal zu und dann gehen wir mal rein. Denn hast du einen Stromgenerator? Brauchst du nicht, oder? Nee, also ich fände es ein Overkill, weil das braucht es wirklich nicht. Also ich kenne jetzt auch Leute, die waren 4 Monate in Skandinavien im Winter mit Krugmobilen und mit der Lichtmaschine reicht das locker, wenn man fährt. Man steht ja auch nicht in Skandinavien dann 3 Wochen im Winter. Also. So, messen wir mal oben auch mal zu. Da sind die Wassertanks übrigens drin, da hinten war die Waschmaschine. Das ist Grauwasser 250. Sieht man die Waschmaschine von vorne auch? Können wir auch von drin schauen. Von der anderen Seite sieht man sie besser. Okay, komm. Drüben kurz aufmachen. Ah, gab mal auf. Lass uns mal reingehen. Warte. Gerade mal über das Geländer steigen. Der Wassertank, was hast du am Volumen? 250 grau, dann ist die Waschmaschine in der Mitte und dann haben wir hier 185 schwarz. Toll. So, all das ist da. Also mich bin schon eh geflecht durch den 8 kW Wechselrichter, der drin ist. Das ist die Treppe, die wir drauf haben. Auch, ich sag mal, Fenster ist ja ein wichtiges Thema. Einbruchschutz, Qualität, ja. Schalldämmung. Bist du zufrieden? Sehr. Also das sind jetzt KCT-baugleiche Fenster mit KCT-Rollos und Moskitonetzen. Das ist super. Sicherheit, sicher auch ein Thema, aber vor allem die Isolierung ist super, die Bedienung ist gut. Man kann die wirklich ganz nach außen, wenn man will, öffnen. Und Schalldämmung ist auch sehr gut, also das kann man. So eine Edelstahltreppe. Edelstahltreppe, jetzt für die Messe auch mit Teppich aufsetzen. Haben wir normalerweise nicht drauf. Ich ziehe mal Schuhe aus, dann gehen wir mal rein. Ja. Das war. Wir haben uns schon angekündigt, muss ich sagen. Der. So, ich komme mal ganz kurz zu euch. Mhm. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Fangen schon mal. Das ist das Elternschlafzimmer. Kein Problem, hallo. Das Elternschlafzimmer hier? Ja, genau. Boah, das ist toll. Das ist so richtig spacig, finde ich. Ja gut, das ist jetzt ganz normal. 1,50 mal 2 Meter. Ja, aber ich finde diese Kabine mit den runden Einstiegen und das Ganze, das ist, sieht total schön aus, oder? Also was uns eben sehr gefällt, ist, dass wir hier eine zweiteilige Nasszelle haben. Mhm. Auf der rechten Seite die Dusche. Ich zeig ganz kurz noch das Fenster. Sehr gerne. Du kannst rausklettern übers Bett? Ja, kann ich. Kann ich Fotos machen und 90 Grad nach oben öffnen, kann raussteigen, wunderbar. Kann sie auch verdunkeln. Warte, ich halt mal drunter. Da sind Teller drunter. Schlafkomfort, ist gut? Das Frohli-System mit der Frohli-Matratze, das ist wunderbar. Ja. So, das Ganze hat eine Warmwasserheizung. Genau. Das ist mit drin. Dann hast du Oberschränke. Das ist in der Praxis okay mit den Schränken? Du hast genug Platz? Ja, wunderbar. Also man muss wirklich das Fahrzeug natürlich nivellieren. Dann kann man genauso schlafen, wie es auch designt ist. Wenn man jetzt mal anders stehen würde und nicht nivellieren will, dann muss man vielleicht mal die Köpfe ein bisschen besser einziehen, wenn man auf der anderen Seite schläft. Und dahinter ist die Waschmaschine. Das ist die Waschmaschine. Ich finde das so toll. Was ist denn das für eine Waschmaschine? Tja, das ist schon fast wie zu Hause. Eumenia? Ja. 1180 Rapid. Die ist ein bisschen kleiner, gell? Die ist ein bisschen kleiner wie zu Hause, aber ein bisschen größer wie die Mini von Deo. Die kann auch trocknen, oder? Nee. Die kann jetzt nicht trocknen, nein. Ah, die ist so schick. Aber die hat ein bisschen mehr Volumen, ja. Die kommt woher, weißt du es? Ich glaube, die kommt aus Italien. Boah, die ist richtig toll. Das heißt, die kann auch pumpen, oder? Ja. Das kann die Deo ja nicht. Und die ist auch wirklich vom Wasserverbrauch her akzeptabel. So, dann zeig mal. Das heißt, du hast ein Raumbad quasi, ja, oder? Ja, ich kann jetzt eben hier die Duschtüre, kann ich hier so als, sagen wir, Abtrennung des Schlafraums vom, sagen wir mal, von der Küche und von der Dinette machen. Du kannst mir mal einen Gefallen machen, wenn du mal das Licht auf 100% machen könntest. Ja, ich bin schon auf 100%. Bist du auf 100? Ja, ich kann nicht mehr. Dann mach's mal aus, mal das Licht. Ja, sehr schön. Nee, anmachen. Ist zu wenig. Ist besser. Nee, ich habe eine ganz leichte Interferenz auf dem. Ja, ich glaube, die hast du auch von hier.
So, weil die... Ich mache gerade mein eigenes Licht aus. Vielleicht kriegen wir das sogar weg. Nee, passt. Ist gut. Ist besser? Ist besser, ja. So, nee, das liegt oft daran, dass die Lampen pulsweit modelliert sind. Und dann hast du eine Interferenz mit der Kamera. Du kennst ja aus elektrisch. Brauche ich ja nichts zu erklären. 1W2 Pi mal Wurzel LC. Ja, also, weißt noch. Genau. So, da hast du ein Funkgerät eigentlich mit, wenn du unterwegs bist? Vier. Jeder hat eins in der Tasche, genau. Okay. Die ganze Familie. Aber ich sag's, entsprechend Kurzwelle machst du nicht mehr, oder? Nee. Nee. So, Cludi, das ist. Ist die Dusche in der Praxis kein Problem? Du duschst wie zu Hause? Ja, also nicht 15 Minuten, ja. Nein, aber ich meine so vom Druck her, von der Wärme. Absolut, absolut. Ja. Warmwasser sofort, Warmwasser da und Tank ist ja ausreichend mit 500 Liter Frischwasser. Mhm. Aber man will ja auch wirklich 3-4 Wochen weit kommen. Ja, also man muss sich schon ein bisschen einschränken. Aber man kann sich schön duschen einmal am Tag und die ganze Familie macht das. Das ist dann schon fast wie zu Hause. So, dann hast du eine abgeschlossene Toilette. Das heißt, jemand kann auch mal alleine auf Toilette gehen. Genau. Und ich kann dann eben eigentlich die Tür hier so zumachen, dass man ein breites, eine breite Nasszelle hat oder eine lange. Ich habe hier einen Heizkörper, wo ich auch die... Die Tecma, seitdem irgendwie die nicht mehr liefern konnten, Dometic. Aber ich glaube, die bauen schon immer Tecma ein, hier bei Krug. Also man kann wählen zwischen einer Trockentrenntoilette oder einem Zerhacker, das ist ja... Je nachdem, da gibt es Vor- und Nachteile, ja. Und wir haben uns für einen Zerhacker entschieden, weil es einfach die... Kommt vor wie zu Hause, die Frau schätzt das sehr. Nee, es gibt nur ein Konkurrenzprodukt zur Tecma. Ah, okay. Und deswegen, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber die konnten eine ganze Zeit nicht liefern. Da sind viele Hersteller sind auf Tecma gestiegen. Okay. Und jetzt sieht man hier vorne, du hast Druckverschlüsse oder wie ist das gelöst hier? Ja, das sind wirklich, also die sind 100% Offroad tauglich. Die verschließen komplett. Gut, was soll da passieren? Das heißt, da gibt es zusätzlich nochmal eine Kompression? Ja, genau. Und man muss einfach aufpassen, dass man die nicht falsch zumacht, sonst kommt dann. Aber so geht die Schublade nicht auf. Es klappert nicht? Nee. Wie denn? Eben mit der Kompression, das zieht es richtig ran am Schluss. So, Miele Induktion. Die Waschmaschine ist natürlich ein Muss, wenn du mit Kindern unterwegs bist. Wenn jetzt Leute kommen und sagen, was für ein Luxus, Waschmaschine hat man zu Hause ja auch. Ja, wenn du mal ein halbes Jahr unterwegs bist, wie soll es noch gehen? Ja. So, da vorne ist sie. Kaffeemaschine. Ich habe eine Pixie, muss ich dazu sagen. Aber die ist wirklich, meine Frau liebt die, weil sie tollen Kaffee macht, oder? Mhm. Gut, hängt davon ab, was du reinschlägst. Ja, ich bin jetzt nicht der Kaffeetrinker, das ist meine Frau. Aber sie ist sehr zufrieden, ja. So, jetzt haben wir das mal. Ich habe es mal gewagt, mal anzumachen. Was ist das für ein Ofen? Das ist jetzt Backofen integriert mit Mikrowelle von Bosch. Ja. Ganz normal, also eigentlich von der Breite her, der ist 60, glaube ich. Das ist auch im Prinzip aus dem Haushalt, oder? Ja, das ist schon sehr nahe dran an dem, was man zu Hause hat. Es ist wahrscheinlich zu klein für zu Hause, aber schon sehr riesig für ein Expeditionsmobil. So, jetzt hast du hier ein Fliegengitter. Genau. Ah, das ist nochmal gesichert. Ja, einfach ein Klett hier, dass es ungewollt aufgeht, genau. Okay. Das lang für die Mücken, ja. Die du hast? Weil es gibt ja so ganz kleine mittlerweile. Ja, die Michis, dann haben wir daneben übers Kreuz die ganz feinen. Mhm. Genau. Aber das reicht dann nicht. Stehe. So, dann, das ist der Tisch, da ist der Durchstieg zur Doka. Genau. Gut, der Doka macht natürlich die Kabine ein bisschen kürzer, das ist so. Das ist so, wobei wir haben hier jetzt 5,60 Meter, also das ist schon, wir haben den längsten Radstand gewählt, um eben noch eine genug lange Kabine zu haben. Das ist ja sehr selten. Eine Vitrifrigo und Dachklimaanlage. Die neue Vitrifrigo, die trägt, glaube ich, 17 cm auf oben auf dem Dach. Die ist also sehr schlank. Da hängen also die Äste auch nicht an. Das ist super. Die macht doch kalt? Die macht sehr kalt. Die ist also wirklich leistungsstark. Kann ich empfehlen. Aber wo schlafen die Kinder? Die Kinder schlafen, meistens schlafen sie hinten ein und wir arbeiten vorne noch. Und danach senken wir ab hier, machen das zum Bett. Dauert 2 Minuten? Wir schaffen es unter 2 Minuten mittlerweile, ja. Und das Zeug, das Bettzeug liegt wo? In den Kästen? In den Kästen rund, also respektive da auf der Seite und eben teilweise. Da ist der Platz für, ja, okay. Ja. So, das ist da unten. Absenken ist elektrisch oder mechanisch? Das machen wir mechanisch, das ist da einfach zwei Hebel und dann runterdrücken. Das ist und du kannst natürlich zusammenklappen, sehe ich, gell? Den kann ich zusammenklappen, damit ich auch während dem Fahren eben den Durchstieg öffnen kann. Meistens haben wir zugeklappt und abgesenkt beim Fahren.
Also was mir gut gefällt, ist alles ordentlich. Du hast hier aus dem Feuerwehrbereich diese Schränke. Hat doch ein bisschen Feuerwehr. Ja, das ist so ein Stauraum. Das ist leer für die Messe, ist natürlich sonst voll. Aber das passt dann auch einigermaßen hier optisch mit dem Edelstahl. So, Victron, Bedienfeld. Du bist zufrieden mit Victron? Ja, absolut, nee. Also ich würde immer wieder Victron bauen. Das macht Sinn. Sehr verlässlich. Das kannst du mal zeigen. Das sieht aus wie Philippi. Ja, genau. Ist auch ein Philippi. Das ist einfach von Krug eingekauft mit deren Logo, genau. So, und dann das absolute Highlight. Der Vitrifrigo. Ja. Ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts. Aber ist das Standard bei Krug? Der ist nicht Standard, glaube ich. Aber man kann ihn bestellen als Option. Darf ich mal reinschauen? Ja, sicher. Oh, nee. Das ist der erste Kühlschrank. Du kennst ja meine Videos. Ich filme immer so gern was Schweizer essen. Schoki. Deswegen habe ich ihn gelehrt. Nee, das ist raus. Also man muss immer sagen, dass die Firma Krug, ich will jetzt mal keinen Preis nennen, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sind die ziemliche Weltmeister. Also die bauen dir ein Auto, das kostet bei anderen mehrere hunderttausend Euro mehr, so ein ähnliches, oder? Ja, also teilweise, wenn man so diesen Standard will, mit diesen Zusätzen auch, dann geht es dann schon Richtung 1 Million. Und das kriegt man Krug noch drunter. Deutlich günstiger. Ja, das ist so. So, wir wollen aber keine Zahlen nennen. Es ist so, es ist natürlich eine Wertanlage. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Zeit ist Money bei euch und du musst die Zeit optimal nutzen, wenn du unterwegs bist. Aber du kannst hier quasi ohne Plan losfahren. Plant ihr eigentlich, wenn ihr losfahrt, oder sagt ihr nur grob die Richtung? Ja, ein bisschen beides. Also ich glaube, man hat immer Pläne im Kopf und man will immer mehr, als es dann wirklich auch geht. Aber das Schöne ist, wie du sagst, man muss nicht jetzt alles sehr genau vorplanen. Also wir machen meistens natürlich, wenn wir die Fähre nehmen, die muss man buchen. Aber ansonsten brauchen wir keine Stellplätze, wir brauchen keine Campinggrounds, wir fahren dahin, wo es schön ist und bleiben dann, wenn wir mögen, und sonst fahren wir weiter. Und es kann auch gut sein, dass wir eben wie dieses Jahr von Marokko dann nach auf die äußeren Hybriden wechseln, weil es einfach zu heiß wird, dann irgendwann mal in der Sahara. Und das geht eben mit so einem Fahrzeug. Ja, man kann, man hat alles dabei für den Sommer, für den Winter. Wir haben zwei Kanus dabei, wir haben die Neoprens dabei, wir haben Spielzeug für die Kinder dabei. Eben auch Kleider für Regen, für Kälte, für eben auch Sommer. Das ist natürlich schon Luxus, ja. Gut, der Vorteil ist, die Kinder sind im ähnlichen Alter. Die haben ihre eigene Freunde dabei, wenn die zu zweit unterwegs sind. Die vermissen auf langen Reisen schon mal die Freunde? Ja, also ich glaube, sie kommen auch gerne wieder nach Hause und gehen dann mit ihren Freunden spielen. Auf der anderen Seite ist jetzt die Wasserpumpe ist aus. Nee, war nur, ich wollte mal spielen. Ja. 500 Liter. Ja. Cool. Das ist super. Zuladung? Was kann der? Also das ist ein 18-Tonnen-Chassis. Wir sind leer bei 10,5 und voll mit 800 Liter Diesel und dem Frischwasser bei rund 12,5, inklusive 4 Personen und Gepäck. Das heißt, wir haben also jede Menge Zusatz, wir haben jetzt abgelastet auf 15 Tonnen. Hat das einen Vorteil? Ja, die Steuer natürlich ein bisschen. Also macht nicht viel aus, aber es ist ja auch ein Witz da. Ne? So, komm, wir gehen mal raus und dann wollen wir mal die Lobeshymne über die Firma Krug beenden. Ich zeige nur mal ein kleines Detail, hier so ein Klavierband aus Edelstahl. Also durch die Tür würdest du nicht empfehlen einzubrechen, oder? Das ist eh schon, wir sind sehr weit oben, wir haben Dreipunktverriegelung, wir haben Klavierband, wir haben elektrisch einziehbare Treppe, also dann muss einer schon wirklich wollen, ja? Da muss er Spaß haben und selbst wenn er im Fahrerhaus drin ist, ist er immer noch nicht in der Kabine. Das ist auch so, also da ist dann auch wieder Dreipunktverriegelung. Nee, wir haben auch eine Alarmanlage drin, aber wir haben es noch nie gebraucht. Das ist sowas, wir fühlen uns sehr sicher und es hat auch noch keiner versucht. Ja, kein Hund, oder? Nee, wir haben keinen Hund. Noch nicht. Die Kinder wollen jetzt einen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei der Firma Krug Expedition. Und Fahrzeuge werden in der Ukraine gebaut. Die hat es hart getroffen.
Über die Lieferzeiten, wie gesagt, können wir uns vielleicht auf der nächsten Messe mal unterhalten. Cherkassy, die haben ja keine militärischen Basen, die wurden nie bombardiert. Das funktioniert also nach wie vor. Nach wie vor, ja. Gut, aber sie hat mir nur gesagt, das war natürlich sehr traurig, als sie mir erzählt hat, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie in der Ukraine bauen, aber die Ukrainer haben es drauf, oder? Fachtechnisch absolut, muss man sagen, ja. Ja, und auch Umsetzung, also kannst keinen Unterschied feststellen. Du hast ja viel angeschaut, nehme ich an. Ja, habe ich. Und das, was sie bauen, das sieht man auch jetzt hier, Edelstahl, Außenküche, wie sie die Möbel bauen, da werden auch keine Kompromisse gemacht, ja. Das Material, das ist ja internationales, arriviertes Material, was sie verwenden. Und das gibt was her. Wie lange hast du gewartet? Ich habe das relativ schnell gekriegt. Ich habe das eben vor ungefähr 2 Jahren bestellt und wir haben ungefähr 12 Monate gewartet. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Da ist er, hat einen Namen eigentlich. Der heißt Alpha Lima Tango Expeditions. Ja, ich bin der Christian. Tschüss, Christian. Sven, danke.